Ezio, wir sind Assassinen. Wir kämpfen elegant. Nee, jetzt bin ich effektiv genug. Okay, es ist doof. Auch eine Methode, das festzustellen. Hallo! Wollt ihr mir was verkaufen? Ja. Okay, warte, ich gehe erstmal zum Arzt. Kommt, meine Freunde! Hi! Ja, jetzt heilen. Danke. Genug Geld habe ich ja. Ich müsste übrigens mal bei Gelegenheit zu meiner kleinen Schwester. Ach Quatsch. Ja, wirklich kaufen. Die macht's gerade Party mit dem Geld. Ah ja. Ja, das befürchte ich. Ihr werdet sehen. Hört her! Und all ihre Freunde eingeladen. Ihr Freunde? Der Schmiede meines Bruders zu sehr attraktiven Preisen. Naja, sie hat sich mal welche gekauft oder so. Von welchem Geld? Sie war mal reich. Ist sie jetzt wieder, oder? Ja. Also zumindest ist ihr Bruder jetzt reich. Ihr seht mich nicht mehr, ihr seht mich nicht mehr, ihr habt mich vergessen. Nein, der kommt zu dir hoch. Und? Ich bin nicht hier. Verrückt, ich hätte schwören können, du bist. Und wir gucken immer noch das Dach an. Du hast gar nichts getan, armer Bürger. Was habe ich getan? Nein, 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 die reden nicht mit dir. Die haben einen Assassinen gesehen. Bleib stehen, dein Schicksal ist besiegelt. Ich sehe ihn, Lazio. Wo? Scheiße. Ich wollte nur sagen, ich habe da Spaß dran. Anonym werden, um zu interagieren. Du bist anonym. Die haben nicht gesehen, wo ich hingegangen bin. Ezio, ihr habt es geschafft. Mir nach. Oh, guck mal, sie hat aufgehört zu schreien, als ich da hochgeklettert bin. Hm. Irgendwie sollte sie jetzt auch noch anschreien. Du hast ja die beiden, die sie angeschrien hat, ermordet. Ja, aber sie hat auch schon nicht mehr geschrien, als ich da hochgeklettert bin. Ja, ja. Nein, du sollst mich nicht schlagen. Du sollst mich auch nicht schlagen. Aber die Alternative wird den Katarina oder Nicolo zu schlagen. Das will doch keiner. Grundsätzlich hast du da recht. Andererseits... Ey, ich hab den erstochen von hinten, nicht irgendjemand von vorne. Ein gutes Gegenargument. Jetzt stirb! Ja, der Kampf ist vorbei. Entdeckt! Nö, anonym. So, du bist mein Opfer. Du versuchst zweimal den zu erstechen. Und jetzt auch so, den kann ich weiter ignorieren. Ja. Schreck kein Grün. War ein Versehen, dass er mich fast erstochen hätte. Genau. Katharina! Machiavelli! Katharina Machiavelli! Okay! Plötzlich ist Ezio weg und Kopf fällt ins Bild, alles klar? Ja. Freund. Ach, Nicolo. Ezio, kämpfe wie ein Mann. Schubs.
Piccolo! Ihr schubst mich denn nicht, Leute! Der hat gerade einfach so einen kleinen Tunnel nach oben gemacht, fand ich auch gut. So, Arme nach oben. Ach, so. Ezio, du hast hinter dem gestanden. Mehr ja, aber dann ist er einen Schritt nach hinten gegangen. So, einmal knuddeln, das ist eine gute Sache. Genau, jetzt hat er seine eigene Axt in der Brust stecken, ganz klar. Das ist eine gute Sache. Natürlich für die gute Sache, wofür denn sonst? Ey, Typ mit verdeckter Rüstung. Welchen von euch muss ich denn angreifen? Ja. Interessant! Hab nicht erwartet, dass ich beide angehe. Nikola, was machst du da oben? Flüchten, Ezio! So wie unsere Brüder das nun mal tun! Hier wisst ihr, dass ihr das Beste bekommt. Wisst ihr, wo ihr hin wollt? Ora! Klar, zum nächsten Gegner. Packt ihn! Jetzt sagt brav Danke und rennt weiter. Genau, rennt dreimal im Kreis und dann... Ja, jetzt hatte ich gerade so die Probleme. Wo ist jetzt hier? So, da muss ein Gegner weniger. Komm her, wenn du dich brauchst. Du bist beschäftigt, du den brauche ich glaube ich noch. Der war brutal. Wer war brutal? Niemand, ich sehe hier keinen. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Presto! Ein Hinterhalt! Yay! Die Augen offen! Gebt das Augenzeug! Gnade! Was habe ich getan? Ich habe das Bedürfnis, mir die Hände zu waschen. Es Augenzeugen! Führen auf den Platz, wo gerade die Schlacht stattfindet. Gebt das Augenzeugen! Nein! Wenn ich hier fertig bin, nicht mehr. Oh, ich muss Katharina und Nicolo nicht mehr verteidigen. Nee, nee, die sind so unsterblich. In die Zitadelle! Juhu! Ich bin reingekommen. Bambini! Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Vergib mir, Signora. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich Bianca weiß nicht, wo sie sind. Hier, Verstärkung aus den Bergen! Sie ja. durchbrechen die Verteidigung! Also ist sie wahrscheinlich im Weg. Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein! Bianca. Oh, alles klar. Entschuldigung. Mir nach! Ich glaube nicht, dass ihre Tochter ein Schwert ist. Also der Frau traue ich alles zu. Da muss ich irgendwas machen. Der kann seine Munition auffüllen. Ah, alles klar. Er ist mir bekannt, aber wohin? Du willst sterben. Das weißt du nur noch nicht, ist so. Das hast du auch sehr deutlich gemacht. Mach das gerne. Gut, dass deine Knarre nicht so viel Wumms hat, dass da kein glatter Durchschuss bei entsteht. Wenn Katharina direkt dahinter steht. Katharina, die kann das ab. Alles klar.
Ich mach mal allen klar, dass ich hier bin. Boom! Hallo, mein Name ist Ezio. Auditore da Firenze. Ich kann mich teleporten. Das macht mich zum zweitgrößten Assassinen aller Zeiten. Komm her, wenn du dich traust. Okay, du traust dich. Und wie der sich traut. Leute! 10 Angreifer verbleiben. Mhm, alles klar, gut zu wissen. 9. Du hast ja gerade die Elite-Klasse. 5 Angreifer bleiben. Oh, die anderen waren auch fleißig. Ja, die anderen haben mitgemacht. Na gut, Katharina hat den letzten Schlag gesetzt. Das stehe ich. Das lass ich hier durchgehen. Alles klar. Ist ja auch ihre Stadt. Eben. Das steht ihr zu. Die darf sie selber verteidigen. Ja. Ups. Ah! Mir geht's gut. Ist der hier denn? Diese Kralle! Bitte? Jungs, ihr seid auf... Okay. Ich glaube, Sequenz 13 ist auch noch kaputt. Auch Sequenz 12. Ja, aber er hat mir gerade nochmal angezeigt, Sequenz 13 wurde repariert. Ah, cool. Ich frage mich gerade, warum genau die dich jetzt angreifen. Ja, dann auf gute Zeiten scheint er erst wieder anonym zu sein. Alter. Tut mir echt leid für euch, aber ich muss auch eure Schwäche ausnutzen. Ja, das ist jetzt gerade dieses. Es gibt eine formale Beschwerde bei Katharina. Auf jeden Fall. Katharina, deine Leute haben mich einfach angegriffen. Vor allem, sie werden mir immer noch als Wachen angezeigt. Ja. Keine Sorge, du wirst schon wieder dahin zurückkommen. Und dann freust du dich. Aha. Und Claudia wird sehr, sehr traurig sein. Wie nach oben? Oh ja. Katharina! Also, zu deinen Katharina. Leuten! Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist! Ich Nein, das bin ich nicht, du dummer Tropf! Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Den vermisst du nicht, Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Sinnvoll wäre es jetzt, die Klingen auszurüsten und runterzuspringen. Zu euren Diensten! Was ist das? So psychopathisch. Oh, was seid ihr wohl, Auditore? Wir werden sie gerne eintauschen. Aber es ist das, was wir sonst auch immer machen. Ja. Eine spezielle Karte und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder den Apfel haben wir nicht. Die Karte könnt ihr kriegen. Durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich habe alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt! Du hast eine Stunde! Ja, ich kriege raus und hol sie. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern.
Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Oh, das könnte ich ablehnen. Eben, wer will schon Katharinas Kinder retten? Ach komm, ich rette dir, dann komme ich demnächst sowieso wieder irgend... Hoffentlich... Ich brauche eigentlich kein Geld mehr, aber... Aber du könntest es haben. Ja. So. Ich kenne den Mann. Naja, du kennst den Mann. Keku und Ludovico Orsi. Ja, ja. Gelangweilt von ihrem Lotterleben auf dem Land, entschieden die Orsi-Brüder, etwas Würze in die Sache zu bringen. Sie gründeten einen Geldverleih, der sehr erfolgreich war, vor allem weil sie alle diejenigen töteten, die nicht zurückzahlten. Dann heuerte Katharina Sforza sie an, um ihren Mann Girolamo Riario, einen Templer, umzubringen. Was sie auch prompt erledigten. Sie ritten zu seinem Palast, walzten ins Esszimmer, stachen ihm ins Herz, plünderten das Anwesen und ließen seine nackte Leiche im Stadtzentrum zurück. Den Abstergo-Daten nach wollte Rodrigo Borgia sie nach seiner Flucht aus Venedig dafür bezahlen, den Edensplitter zurückzubringen. Und natürlich Katharinas Kopf. Es war die Idee der Orsi-Brüder, ihre Kinder zu entführen. Ich frage dich, was ist das für eine Welt, in der die Reichen so böse sein dürfen? Bis wann ging offiziell das Mittelalter? Gute Frage. Ansonsten würde ich sagen Mittelalter. Naja, heutzutage dürfen Reiche auch noch so einiges. Also sie dürfen sich offiziell, aber sie machen es einfach. So, gebt meine Meteranzeige. Ich muss 2 Kinder retten und ich habe nur 10 Minuten. Gekolo, schneller! Er hängt uns ab! Hier endet die Straße für dich. Da ist er! Du kannst es zurück. Ich weiß. Noch ein Rennen. Das verlässt sich, ich habe nur 10 Minuten, um 2 Kinder zu retten. Ich renne mal in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. So ein kleines Handicap von das Pferd bleibt für die Gegner. Ja. Sobald ich aus der Stadt raus bin, habe ich ein Pferd. Bestimmt. Er wird nicht weit kommen. Eigentlich immer mir. Ja, ich weiß, ihr seid die einzigen. Ihr seid flinke Wachen. Ihr seid die einzigen Wachen, die schnell genug sind, um sogar einzufangen. Map. Komm ich hier raus? Ich komm hier raus. Klar, ist gerade für den Durchgangsverkehr geöffnet, somit im Krieg. Ja. Los, Pferd! Pferd. Das soll auch ohne den richtigen Namen mache ich hier gar nichts. Okay, ich nenne dich Pralinchen. Mal sehen. Warte, ich wollte hier hin, oder? Nee, warte. Nee. Doch, hier muss ich hin. Ja. Dort ist er! Packt ihn! Ich weiß nicht, was du dir dabei denkst, aber klar, wenn wir Pralinchen schon hatten, heißt es Pralinengewächs. Also Männer hatten wir eher Praline und Pralinchen hatten wir noch nicht. Lachu, da ist er! Auf ihn! Okay, wo ist das blöde Röhr? Wo ist dein Loch? Roten Schemen, die plötzlich auf dich zugerannt kommen. Ja, ja. Ja, ich muss auch sagen, das klingt so, als wäre es mit ihrer Mutter verwandt. Also, meine Freunde, ihr habt 7 Minuten, um alles zu sterben. Naja, ein bisschen weniger. Ich muss das zweite Kind haben. Ja, richtig. Ich hätte Angst vor euch. Das wäre ein Fehler.
Meine Mama lässt nicht zu, dass sie mir etwas antun. Ich mach Pralinchen. Ja, wie vorhin gesagt, Pralinchen ist ein gutes Pferd. Ich werde sie euch jagen und zum Frühstück fressen. Capito? Pralinchen vereinzelt deine Gegner. Das werden wir nie überleben. In einer Stunde bin ich zu Hause. Also verschwendet ihr eigentlich nur eure Zeit. Das ist langweilig. Habt ihr nichts zu tun, während ich auf euren Tod warte? Hört auf, mein Pferd zu erschießen! Ich hab auch gesehen, dass Pralinchen ist eine Gefahr haben. Ich sehe schon kommen, dass ich hier scheitere, weil mir die Zeit ausgeht. Ist alles andere als elegant. Vielleicht auch nicht ganz unbedingt effizient. Ja, das wird nicht reichen. Mir geht's gut. Meine Mutter ist wild. Wir Sforza-Frauen sind keine zarten Blumen. Wir mögen hübsch aussehen, aber das trügt. Fragt der Kopfbar. Wir mögen hübsch aussehen, aber das trügt. Wir sind gar nicht hübsch. Das ist alles Make-up. Ich glaub dir nicht, ich hätte Angst vor euch. Das wäre ein Fehler. Meine Mama lässt nicht zu, dass ihr mir etwas antut. Und wenn ihr auch nur ein Haar meines Bruders krümmt, wird sie euch jagen und zum Frühstück fressen. Capito? Ich muss unbedingt wieder... Das werdet ihr nie überleben. In einer Stunde bin ich zu Hause. Also verschwendet ihr eigentlich nur eure und meine Zeit. Das ist so, das war's mir wert. Habt ihr zu tun, während ich auf euren Tod warte? Ihr habt die Möglichkeit wegzurennen. So wie immer. Wie alle von euch. Ich bin tendenziell unsterblich, solange ich noch Medizin hab. Der Bogenschütze stört gerade ein wenig. Ist schneller! Ich sehe nicht mehr! Mehr Männer habt ihr nicht, um mich festzuhalten? Nein! So. Das wird nicht reichen! Meine Mutter ist wild! Wir Sforza-Frauen sind keine zarten Blumen! Wir mögen hübsch aussehen! So. Grazie! Grazie, Messere! Aber mein Bruder! Sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen! Pralinchen, wir haben ein Stück Weg vor uns! Sehr wohl, Chef. Es sind 45 Meter. Pralinchen, vielleicht bleibst du hier. Hast einen guten Kampf geliefert. Genau. Okay, es nein, es sind mehr. Es sind, ich habe meinen Punkt für... den ich noch anvisiert hatte, um das Gebiet zu finden. Ah, okay. Dann sind es 180 Meter. Ja, Pralinchen hat trotzdem einen guten Kampf geliefert und wir Pause verdient. Schauen wir mal nach. Hey, ihr da! Halt! Nein, wir da nicht halt. Wir da haben Zeitdruck. Genau. Wir sind auch so ein großer Assassine, ihr da. Das ist der direkte Nachfolger von Alter Ihr. Ah, ihr da. Alter, ihr und ihr, wir da und ihr da. Waren Zwillinge, wir da und ihr da. Ja. Da! Willst du deinen Sohn wieder gehen sehen, Katharina? Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Katharina ist doch gar nicht hier. Ich will hier nicht mehr sein. Klappe halten, Junge. Hier nicht gerade einer. Latsch! Nein, nichts Latsch. Katharina, zeig dich! Den Apfel und die Karte oder dein Kind ist ein Krüppel. Krüppelkopf, nicht Trüffel. Ich muss mal. Wir werden eine leckere Praline aus deinem Sohn machen. Mich bitte gehen. Das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Drohung. Verdammt, Junge! Halt einfach die Klappe! Dein Sohn wird ein Trüffel! Okay. Klatschu! Du benimmst dich als Kleinkind. Hast du keine Eier? Nee, wir wollten noch nicht einkaufen. Ich hab Hunger. Kann ich etwas zu essen haben? Ich hab Hunger. Der hat keine Eier und hat Hunger. Der hat mal Eier gekauft. Um dich zu schicken. Ja. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert?
Mehr als du denkst. Oh, ich find das der schön. Maestro ja, bekommt, was gut, er will. Das, dank mir. Mit dem Assassinen-Dings. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Das könnte jetzt eher schaden, dass wir das nicht in HD haben. Ja. So. Grazie, Messere. Lauf nach Hause, ich habe gehört, da gibt's Eier. Dann musst du keinen Hunger mehr haben. Genau. Wo ist... Ja. Dich nennen wir Mozzarella. Mozzarella reitet wieder. Da gehört noch kein Pferd, das Mozzarella hieß. Wenn, dann kriegst du jetzt so einen Zusatz wie der zweite, das dritte. Das Viertel nach Einte. Das Viertel nach Einte Mozzarella. Mozzarella, die Viertel nach Einte. Alles klar. Okay, okay, okay. Damit hat sie auf jeden Fall einen sehr eigenen Namen. Ja. Wie jetzt kommt, wir haben eine Mozzarella, die Pferde nach Einte. Nein! Das gibt's doch nicht! Ach ja, hier die Sonder-Super-Duper-Erinnerung ist das. Ich kann doch mal mit dem... Du kannst noch mal mit dem Gleitding fliegen. Genau. Los, betet Mozzarella an! Ja, genau, Gott, wer tut das nicht? Das ist halt lecker. Oh, ich fand das so schade. Lidl hatte letztens echt einen Büffelmozzarella im Angebot. Was? Ja, und sogar nicht mal, ich weiß nicht, wie furchtbar gut der dann ist. Ich meine, das ist der Lidl-Preis für 2 Euro das Stück, aber trotzdem. Aber trotzdem! Und dann bin ich hingegangen und der war ausverkauft! Ich muss echt mal nach Innenstadt, ne? Und da muss ich mal gucken, in unser Delikatessladen, wie viel der für den echten nimmt. Muss ja nicht viel sein, man braucht ja keine 125 Gramm richtig. Oder so. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Ja. Keiko Orsi. Das war ein Trick. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Checo Matt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber... Den töten, wie immer. Der Preis der Checo finden. Kann nicht in Münzen gemessen werden. Eben, der ist ja mit seinem Apfel in die Berge geflohen. Also dieser Streit um diesen Apfel. Könnt ihr sich keinen eigenen Apfel kaufen? Also ich muss aus der Stadt raus und mir ein Pferd holen. Man sollte dich kennen, das war ein Hinterhalt. Die haben mit ihrer wahren Truppenstärke hinter dem Berg oder der Ecke gehalten.